Er ist dann mal wieder unterwegs, denn die Digital Farming Reise von Kasper geht weiter. Wenn unser Digitalexperte für die Landwirtschaft die Showtreppe herabsteigt, dann kann das nur einen Grund geben und der heißt Farm to Future. Willkommen zu einer neuen Folge. Hey Leute, wir sind heute hier im wunderschönen Sachsen-Anhalt und zu Besuch bei Konstantin und will uns mal zeigen, wie seine Vision eines modernen landwirtschaftlichen Betriebes aussieht. Ich bin ganz gespannt und mache mich jetzt für euch auf den Acker. Und da geht's gleich ans Eingemachte, nämlich unter anderem um die Frage, welchen Nutzen haben innovative Technologie- und Softwarelösungen für den landwirtschaftlichen Betrieb? Konstantin steht dazu, Kasper Rede und Antwort. Wir merken, je länger wir uns damit beschäftigen, desto mehr Betriebsmittel können wir auch einsparen, also vom Dünger bis zum Pflanzenschutz, desto passgenauer können wir arbeiten. Und da kommt natürlich auch der Umweltaspekt dann mit dazu. Je genauer wir die Maschinen einsetzen können mit den Satelliten, desto weniger Pflanzenschutz, zum Beispiel Dünger oder andere Produktionsmittel wir einsetzen müssen. Das ist ja spannend, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Rauf geht's auf den Schlepper und Kasper stellt natürlich auch dort sofort die nächste Frage. So kennen wir ihn. Was sehen wir denn da jetzt auf dem Display? Genau, hier kann man also gut sehen, dass der Schlepper mit der Maschine regelrecht kommuniziert. Wir haben einmal die Drillmaschine und einmal den Schlepper. Und ich kann also alle Einstellungen auf der Drillmaschine hier vornehmen. Und der Schlepper kann passgenau auf dem Acker hin und her fahren. Für den Prozess wieder, das ist auch alles automatisiert an der Stelle. Gleichzeitig wird das auf der Ackerschlagkartei abgelegt und gespeichert, was ich hier eigentlich auf dem Acker arbeite. Und somit haben wir einen durchgehenden Prozess quasi von der Drillmaschine vom praktischen Arbeiten bis zur Dokumentation durch. Damit kann der gesamte landwirtschaftliche Betrieb gemanagt werden, von zu Hause aus oder mobil von unterwegs. Also Konstantin, du hast dann auch die Möglichkeit, über deinen Betrieb, entweder vom Büro oder wo immer du auch bist, deine Maschinen zu überwachen und einzusehen. Genau, diesen Baustein digital gäbe es, dass man also vom Büro aus genau die Maschine beobachten kann. Gerade hier im Thema Rübenanbau kann ich dann intensiv mit den beiden Mitarbeitern die Zeit festhalten, für welchen Arbeitsgang die wie lange gebraucht haben. Und auch im Zusammenhang mit dem Lohnunternehmer, der die Rüben dann abholt und zur Fabrik bringt, kann ich dann auch immer genau sagen, okay, wie viele LKWs sind unterwegs, welche Tonnage wird gerade abgefahren, das kann ich alles überwachen. Und weiter geht's zur nächsten Station. Im warmen Büro lässt sich Kasper von Tinus die Software noch genauer erklären. So Tinus, dann zeig mir doch mal jetzt auf deiner Software vielleicht zwei, drei Dinge. Das würde mich mal interessieren. Ja, ganz innovativ, bin ich ganz begeistert von, haben wir jetzt neu eine Crop View, eine Satellitenbild-Applikation, wo wir mit den europäischen Sentinel-Satelliten regelmäßig eine Aufnahme der Biomasse unserer Schläge bekommen. Ich kann mit wenigen Klicks die entsprechenden Zonen dann mit einer geringeren oder höheren Düngermenge versehen. Gerade im Hintergrund der Düngeeffizienz, Umweltschutz eben nur so viel düngen, wie wirklich nötig ist und das Ganze teilflächenspezifisch anhand von GPS-Koordinaten. Aber ganz wichtig, sehr, sehr simpel. Das gibt es alles auch schon länger, aber es war bisher immer sehr aufwendig und mit den Werkzeugen einer Web-Applikation kann man hier eine ganz smarte Applikation rausmachen, die jedermann bedienen kann. Das heißt am Ende als Anwender dann, der Landwirt kann mit einigen Klicks eures Produktes im Grunde seine Entscheidung besser treffen oder wo drin liegt genau der Mehrwert? Ja, er kann sie jetzt nicht mehr nur noch anhand eines Ackers treffen und sagen so, ich möchte dort so und so viel düngen, sondern jedem Standort, jedem speziellen Boden auf seinem Schlag eine spezielle Menge Dünger zuordnen, aber das Ganze eben zu erschwinglichen Preisen, was sich auch jeder Durchschnittsbetrieb leisten kann. Er muss nicht in Technik investieren, in einen Sensor zum Beispiel, sondern bekommt das hier relativ günstig über diese Satellitenbilder, die von der EU zur Verfügung gestellt werden. Und man kann das für Betriebe, denke ich, auch erweitern. Das heißt, ich habe von Bausteinen gelernt. Das heißt, man kann sich immer, wenn ihr neue Entwicklungen auch habt, beispielsweise, die dann erweitern in eurer Applikation. Genau, diese Software ist eben, weil sie eine Webanwendung ist, immer up to date. Das Update kommt quasi automatisch. Aber wir entwickeln natürlich stets auch Bausteine und das ist uns sehr wichtig, eine modulare Software zu haben. Ich kann mit einer leichten Applikation anfangen und je besser und sicherer ich in diesem System werde, kann ich mir für meinen Betrieb passend, und das ist ganz wichtig, Module dazu buchen und mich langsam in so ein System einarbeiten. Ich habe heute wieder eine Menge gelernt. Wir haben gesehen, dass über einen kompletten Prozessablauf eines heute modernen landwirtschaftlichen Betriebes wir digital alles darstellen können und transparente Prozesse sehen. Bin wirklich fasziniert von der Intensität und man kann tatsächlich sprechen von Landwirtschaft 4.0. Ja. Echt spannend. Tinus, ich danke dir für deine Zeit und deine Informationen und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Kasper, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Kasper. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Leichter Job für mich heute, außer vielleicht Fortsetzung folgt.
Hashtag Farm to Future, das solltet ihr nicht verpassen.